Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Oh. Wir sind hier am Arsch der Welt. Und der Schleicher, der hält viel aus, muss ich sagen. Ja gut, meine Waffe ist jetzt auch nicht so extrem. Bin ich Schwanz geschossen? Der weiß doch nicht, wo ich bin. Aber der kommt mir bekannt vor aus Fallout 1. Die Dinger, die ich jetzt Alien bezeichnet habe. Die sind laut beim Umfallen. Oh, hier ist noch ein bisschen was. Weiß zwar nicht wo. Schlinger. Ich glaube, die hießen damals schon so. Ich weiß jetzt aber nicht, ob sie das Ganze recycelt haben oder ob es da in die Jahre zählt. Sollte ich mich mal informieren. Okay, die Frage ist jetzt, sonstiges töte ein Wendigo, während du ein... Das habe ich doch gemacht. Das haben wir gemacht, oder nicht? Wie bitte was? Oh, das ist ein Gesuchter, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Wo soll denn der sein? Aber das haben wir doch gemacht. Oder nicht? Oshi? Bist wieder windig geworden? Oh. Er versteckt sich immer bei mir, wenn es windig ist. So. Ja gut, ich würde sagen, diese Folge mache ich noch was anderes. Was zum Teufel ist denn da los? Wieder auf Streife, Kollisionskurs, wilder Ghoul-Horde, Menschenjagd, umschwärmt. Okay, wir gucken uns jetzt mal eine andere Quest an. Einfach mal gucken. Habe ich überhaupt, nee, ich habe tatsächlich meine Power-Rüstung nicht dabei, die muss ich ja nicht bei mir haben. Eigentlich schon. Kleidung könnte ich eigentlich jetzt anziehen, ne? So, hier ist noch leer, ne? Ja. Schaden durch Tiere. Achso, Minus-Schaden. Ich habe gerade Plus-Schaden gelesen. Ich dachte, was? Plus-Schaden? Schleier der Geheimnisse habe ich auch noch dabei. Okay, hat kurz geleckt. Ich habe übrigens gerade 5 Jahre gebraucht, um ins Spiel zu kommen. So, was machen wir denn? Zeigt es mir die nächste Power-Rüstungsstation hier in der Nähe an? Ja, tatsächlich. Nee, er zeigt mir da an. Ich will da nicht nochmal hinlaufen. Oder kann ich das nur da bauen? Okay, wisst ihr was? Vielleicht können wir es nur da bauen. Wir gehen da mal rüber. Armes Katzi. Aber jetzt fasse ich ihn an und das mag er genauso wenig wie Wind. Weißt du? Sonst macht er immer so, ich bin der Stark, ich bin der Große. Keiner legt sich über an, weißt du? Er kommt zum Windhauch und er fängt an zu knurren und haut ab. Das ist unsere Katze. Schon wieder Vorsicht? Wieso die ganze Zeit Vorsicht? Ist das jetzt ein Bug oder? Wieso ist der halb tot? Was ist hier passiert? Ich sehe jemand! Ah, okay. Ich sehe. Auch wenn es hier ziemlich neblig ist. Machen wir hier keinen Stress. Wenn wir zu Hause Stress machen, ist klar. Was hat er überhaupt gemacht? Ich glaube, hier ist ein Spieler vorbeigelaufen oder so.
Naja, nehmen wir mal unsere Sachen auseinander. Und nehmen unsere Power-Rüstung mit und dann gucken wir mal, dass wir da irgendwas machen. Na, guck mal. Wilder Gutpirscher. Ach, schön. Ich liebe die Sniper. Dass wir auch so viel Munition dafür haben. Die wird uns natürlich sehr schnell ausgehen, wenn ich so betrachte, wie schnell wir das Zeug hier raushauen. Aber egal. So, Blutkäferrüssel. Zack. So, haben wir hier irgendwas an Kleidung, was weg muss? Gedämpft, Metallrüstung. Ja, tschüss. Nichts dafür bekommen. Ich hasse so etwas. Also irgendwas Schweres haben wir auf jeden Fall noch dabei. Ich weiß nur nicht was. Und wieso kann ich nur... Warte. Ne, 210, alles gut. Wollte gerade sagen, aber ich hatte doch die Kleidung. Munition. Fusionskerne. Fusionszellen, Armbrust. Raketen können weggeschmissen werden. Ich weiß nicht, wieso ich die jedes Mal einsammle. Oh. Und die 50er kann auch weg und die 4er. Also wirklich leichter sind wir jetzt nicht geworden. Aluminiumerz, Golderz, Schießpulver. Ey, wieso wiegen wir so viel? Haben wir hier so viel am Start? Ja gut, das wiegt ein bisschen. Ja, gut, dann kochen wir kurz das Zeug. So. Achso, das bin ich. Ich wollte gerade sagen, wer macht da diese komischen metallischen Geräusche? Das bin ich selber. So. Gut, als nächstes, ja, wir haben uns natürlich ziemlich mit Red angesteckt. Sollten wir auf jeden Fall erstmal eine Red Away schlucken. Das sieht doch gut aus. So, und dann füllen wir unser Hunger und Wasser auf. Dann haben wir nämlich wieder volles Leben. So. Ja, das verdorbene Fleisch kann weg. Das ziehen wir uns einfach mal rein. Auch wenn es eigentlich, ja, nie so toll ist, das jetzt schon reinzuziehen, weil es ja auch Stärke und alles gibt. Aber ich meine, im Endeffekt wird es eh vergammeln. Ich hab die Rüstung vergessen. Ich bin so blöd. Oh, Leute. Oh, gib mir bitte ein Dislike. Ich will 10 Dislikes haben. Mindestens. Ah. Na gut. Wieder zurück. Ja, Kronkorkensatz ausgegeben. Hui. Zumindest sind wir schon bei Level 29. Wir kommen unserem Ziel Stufe 50 näher. Ich glaube, Stufe 50 ist ja das höchste aller Dinge, ne? Ich meine, man kann danach noch weiter leveln. Also, ich muss mal versuchen, meine Kamera zu sprechen. Man kann danach noch weiter leveln. Allerdings kriegt man dann, glaube ich, nur noch, ja, ich glaube, Karten. Oder? Ich glaube, dann kann man keine Spezialpunkte mehr verwenden. Oh Gott, ich sehe hier gar nichts mehr. Was wollten wir machen? So. Oh, der läuft auf mich zu. Und er ist 95. Er ist sowieso Schwachsinn, irgendeinen Gesuchten zu jagen. Oh, die Katze ist mittlerweile weg. Okay. Auf ein neues. Wir werden jetzt sehen, was uns von der Power-Rüstung fehlt. Ich weiß, warum ich jedes Mal da unten hingucke, anstatt dahin. Weil da meine, weil ich mich da selber sehe. Rede gerne mit einer Person. Mit mir selber. Ich bin mir immer sehr wichtig. Freund hinzugefügt?
Und wer? Ich muss sagen, den hier habe ich noch nie gesehen. Und den auch nicht. So. Irgendwann ändere ich noch das Visier. Dafür müssen wir erstmal ein bisschen Kleber finden. Da. Du kannst Türen öffnen? Wie zur Hölle kannst du denn Türen öffnen? Wahrscheinlich wie Mr. Flauschig. Der kann auch Türen öffnen. Wenn auch nicht so leise wie die Maschine. So. Nein! Was ist hier los? Voll gemeint. Ich weiß nicht, ob wir mit dieser Waffe, die wir jetzt haben, da unten zurechtkommen. Aber wir haben unsere Schrotflinte. Die jetzt auch nicht besonders stark ist, ne? Also. Wir sind ja jetzt mittlerweile fast Stufe 30. Wie Exit. Ach so. Das ist unsere sonstige Quest. Auch dafür reicht's. Ernsthaft? Die kleinen miesen Viechers. Ich will gar nicht wissen, was da so geschossen wird. Oder wer gegen wen schießt. Ach, wenn da vielleicht ein Legendärer sein könnte. Das letzte Mal ging es hier ein bisschen wilder zur Sache, muss ich sagen. Haben wir es noch ganz gut. Echt, du bist tot. Die ganzen Geräusche werden mich jetzt schon nerven, wenn ich da am Basteln bin, ne? Was zum... Von wo? Ihr seid so kleine Nervensägen, ne? Ich habe keine Munition dafür. Oh Gott, du bist ein Champ. Oh Gott. Oh Gott, ich muss weg. Nein. Oh. Du bist ein Champion. Nein, das ist die falsche Waffe. Abgang. Wieso nehme ich den Stahlschrott eigentlich noch mit? So. Wie läuft das jetzt ab? Also, ich nehme meine Powerrüstung. Stell die hier hin. Reicht das schon? Ja. Baggerrüstung. Der Helm. Stufe 25. Bäm. Der Arm, bam. Das linke Bein, bam. Okay, da fehlt es schon an Schrauben. Also, wir sind weit gekommen. 3 Stück fehlen uns noch. Uns fehlen also 30 Schrauben. Schwarzes Titan müssten wir genug haben, ne? 3x6. Klar, logisch, passt. Ja. Uns fehlen eigentlich nur noch Schrauben. Halt, warte. 1, 2, 3, ja gut. 30 Schrauben fehlen uns noch. Und dann passt das. So, Schraubis. Hier gibt es doch bestimmt viele Schrauben. Rein theoretisch kann ich ja mich hier hinstellen, den hier einsammeln, mich ausloggen und wieder einloggen. So, das Problem jetzt an der ganzen Geschichte ist, dass ich 10 Jahre gebraucht habe, um mich einzuloggen in dieses Spiel. Also werde ich es mal nicht machen.
Harold Frost F&E Holoband. Ich kann nicht glauben, dass wir verloren haben. Wir hatten nur eine Chance zu zeigen, dass unsere Bagger-Power-Rüstung den Abbaubot von Hornwright schlagen kann. Und wir haben es versaut. Warum hat sich Vivian nur diese lächerliche Herausforderung ausgedacht? Sie hat uns nicht mal vorher gefragt. Sie hat es gleich angekündigt wie einen Preiskampf. Dann haben die Zeitungen Wind davon bekommen und plötzlich wussten alle davon. Jetzt haben wir uns zum Gespött der gesamten Bergbauindustrie gemacht. Wer will nach so einer Blamage noch irgendetwas von uns kaufen? Keiner. Also sitze ich jetzt neben dem Telefon und warte auf den unvermeidlichen Anruf, dass die Forschungsabteilung dicht gemacht wird. Vivian hat alles auf dieses Projekt gesetzt. Jetzt ist Garahan Mining total erledigt. Ob Hornwright wohl noch Leute braucht? Tja, die haben anscheinend die Baggerrüstung gemacht, haben sich dann gedacht, hey, wir machen jetzt was Cooles, weil wir ja so eine OP-Rüstung haben, wir machen jetzt einen Kampf. Und die haben sie verloren. Was irgendwie ein bisschen komisch ist, weil ich stelle hier gerade eine Rüstung her, die anscheinend gegen den Roboter verloren hat. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber wir haben schon mal einen Teil davon. Das wäre sogar unsere erste selbst zusammengebaute Power-Rüstung. Danach können wir nackt rumlaufen. Nur mit der Power-Rüstung an den Beinen. Und jedes Mal, wenn wir unsere heftige Waffe rausholen wollen, also in hier, müssen wir einfach nur die Power-Rüstung rausziehen. Und schon haben wir den Schaden. Das ist gut. So, okay. Aber uns fehlen halt noch 30 Schrauben. Schade. Ja, den Rest haben wir eigentlich easy zusammengekriegt. Gut, dann ja, Mission der Aufseherin, komm. Wird mal Zeit, dass wir weitermachen. So. Wo gehen wir denn hin? Also hier oben ist der Scheiß, warte. Ich muss mal ganz kurz. Hä? Was ich auch machen würde, möchte ist da hinten hingehen. Das ist doch normalerweise das Zeichen gewesen für eine Vault. Weißt du, das habe ich schon mal gesagt. Dann sind wir schon mal hingegangen. Dabei, dann war es keine Vault, aber mich interessiert es trotzdem. Will es jetzt wissen. Was läuft da durch die Gegend? Ich habe einen Schemen gesehen. Das sind Blumen. Vorsicht. Oh. Ist das der Snellygaster? Oh. Enttäuschung. Oh, Sturmgewehr. Nice. Sehr schön. Können wir unser altes Sturmgewehr kaputt machen? War doch richtig, oder? Nein, okay. Meine Rückzug. Laserscharfschützengewehr. Jetzt kommen wir so langsam in die Richtung, in die ich möchte. Dass wir die richtig fetten Waffen mal auseinandernehmen können. Da. Wilde Kortenblumen. Gibt es die Quest immer noch? Ich weiß es nicht. Einfach mal mitgenommen. Es könnte auch sein, dass es einfach nur eine Fabrik ist, oder? Ich hasse meine Neugier. Okay, hier dürfte keiner in der Nähe sein. Ich versuche so wenig wie möglich zu laufen, wenn irgendwie Gegner in der Nähe sind. Deswegen achte ich immer auf die Umgebung. Was nie wirklich verkehrt ist, auf die Umgebung zu achten. Sieht auch völlig aus. Oder ist das ein Bunker? Hä? Was stand da? Volt 63?
Toll, ich weiß nicht mal, wo ich bin. Weißt du was, wir gehen nochmal kurz raus. Ich will wissen, wo wir sind. Wenn das jetzt eine andere Vault ist, dann freue ich mich. Endlich eine andere Vault entdecken. Ach, habe ich euch noch gar nicht erzählt, ne? Ich bin offscreen durch das Land einmal gelaufen und habe einen toten Vault-Bewohner gesehen. Also einen NPC-toten Vault-Bewohner, also ein Stück Textur auf dem Boden. Aber trotzdem, es war ein Vault-Bewohner. Vault 63, habe ich richtig gelesen, okay. Oh, jetzt gucken wir uns mal an, was in Vault 63 so abgeht. Falls wir überhaupt reinkommen. Oh, Klebeband, perfekt. Vielleicht können wir gleich schon das Visier ändern. Kochplatte. Oh, nicht die korrekte ID. Schade. Ich wäre da gern reingegangen. Ach, schade. Oh, das ist jetzt gemein. Das ist jetzt gemein. Okay, ich brauche die Vault 63 ID. Wahrscheinlich kriege ich die von der Vault-Aufseherin. Weil die darf höchstwahrscheinlich überall rein. Das heißt, wir müssen die Leiche der Vault-Aufseherin finden. Warum ich weiß, dass sie tot sind? Weil sie alle tot sind. Ausnahmslos. Na gut. Gehen wir zurück. Und wir müssen mal wieder ein Foto schießen. Ich habe jetzt eine neue Maske auf, die will ich auch in unseren Ladescreens zeigen. Was aber uns noch fehlt, sind mehr Posen. Wir haben irgendwie nur drei Posen. Wir haben halt den Daumen, wir haben ich bin der Größte und ich glaube, wir haben den hier, aber das war's auch. Was ein bisschen schade ist. Vor allem, dass man sich solche Inhalte kaufen muss in einem Spiel. Ich meine, ich kann ja irgendwo verstehen, dass man irgendwie da noch ein bisschen Geld rausziehen möchte, aber naja. Kunstrasen. Fliegenfisch-Outfit, den ich gerade nicht sehen kann. Wieso kann ich das nicht sehen? Naja. Fotomodus da. 250, wir können uns eine kaufen. Oh Gott, nein. Okay, nee, den haben wir nicht. Heroisch, schick. Pip-Boy, breit, Taschenlampe, Wunderkerzen, winken, sitzen. Sitzen ist cool. Konfetti. Brauche irgendwas, was mit meiner Maske zusammenpasst. Atomarer Blitz. Draußen rum. Ach, 600. 600? Okay. Dann machen wir sitzen. Wollte einfach mal wieder was Neues haben. So, Radio aus, bitte, Dankeschön. Sprengkapselbox. Okay, aber folge dem Weg der Aufseherin. Aber wo ist sie denn jetzt? Ich habe keine Anzeichen für irgendwas. Aber nix. Dann müssen wir es wieder durch Zufall finden. Na gut. Dann halt nicht. Okay, da fehlt uns echt noch viel. Schließe Rose Quest ab. Madigan ist tot, aber ein Raider-Roboter namens Rose weiß, bla bla. Okay, Frühwarnung. Ich habe eine aufgezeichnete Nachricht einer Frau namens Abby aktiviert. Sie hat mich gebeten, ein fehlendes Verbindungsgerät zu finden. Laut Abby befand sich es sich zuletzt im Besitz eines Mannes namens Madigan. Ein Frauenname, der auf dem Weg nach Top of the World war. Ah, gut. Wieder keine Questmarkierung. Wenn ich schneller bin als der Spieler, der es angefordert hat, gehört es mir. Ist hier ein Spieler in der Nähe? Dann ist das einfach so einer. Ach du heilige Scheiße. Okay.
Heilige. What the fuck? Nehmen die überhaupt Schaden? Vielleicht bin ich auf dem Stein hier sicher. Oh, das sind Grillen. Was? Oh Gott. Ich springe hier doch einfach hoch. Ja. Lass mich doch wenigstens nachladen. Okay, zum Glück sind die doof. Ach du Scheiße. Oh. Und ich muss das knacken, ne? Das heißt, ich komme da gar nicht hin. Ist wahrscheinlich hier anstatt der Todeskralle hängen jetzt die Grillen hier rum. Ich kann auch nicht mal irgendwelche Tabletten oder so schlucken. Das Spiel dann nicht pausiert. Hilfe! Oh Gott, die kommt hier hoch, oder? Oh. Okay, die ist zu blöd. Okay, wir haben sie alle. Jetzt drehe ich um und das ist ein Spieler. Das wär's. Oh, okay. Hätte ich gar nicht knacken müssen. Okay. Verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Schadensresistenz ist. Achso, das ist meine. Haha. Planke. Joa. Okay, ja. Perforieren, Panzerbrechen, 10 mm. Stufe 50. Ich meine, ich werde das Ding eh auseinanderbauen, weil später kriegen wir bessere Waffen. Aber interessante Waffen haben wir da gefunden. Na gut. Dann schließen wir halt Rose Quest ab. Indem wir zu Rose gehen. Ja. Gehen wir zu Rose. Aber Freunde, ich sehe gerade, die Zeit ist um. Wir sehen uns morgen und dann machen wir auf Top of the World ein neues Bild. Haut rein, euer Zero. Tschüss.